Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Und ich muss mal gleich schauen, wir sind hier richtig gut. Ich glaube, wir sind ein bisschen... Warte, hier waren wir doch... Hä? Das haben wir doch auch schon gesehen, oder nicht? Ich bin verwirrt. Der hat doch gerade gesagt, so kehrt um. Und wieso ist da? Achso, ein Echo. Ach, das ist auch wieder vom Schiff. So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Beinahe wäre ich da runtergefallen. Das wäre auch sehr schlimm gewesen. Angst und Wut. Ja. Das klingt alles sehr nach dunkler Seite jetzt dann. Ehrlich gesagt. Vor allem, weil er auch anscheinend hier sehr lang ist. Sorry für die kurze Unterbrechung. So, ich habe gerade nur da hochgeschaut, weil da können wir dann später sicher noch drauf klettern. So, hey du. Mach mal Moonwalk hier hin. Ich will auf dich drauf springen. Das ist noch so ein Ding. Also manchmal sind die echt einfach. Aber manchmal auch nicht. Genau, das haben wir ja doch eigentlich schon aktiviert. Das war mal eine Arena. Genau. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Ja. Hä, wir waren schon viel weiter. Wir waren schon im Dorf. Stimmt, wir Alter, ich versink hier ein bisschen. Wir waren schon im Dorf. Stimmt, was machen wir denn jetzt hier? Aber, okay, und das hat er alles nicht gespeichert. Das ist ja komisch. Das ist ja jetzt seltsam. Hey, BD, hier drin. Okay, BD, was ist es? Ja, Savanne. Ja, das hat... Hä? Genau, das haben wir auch schon gemacht. Okay, ja, sorry dann. Hä? Schiff ist abgestürzt. Es war für irgendwas auf der Flucht. So, okay. Da drüben war ja nichts, genau. Soweit ich mich erinnern kann. Hä? Achso, das war ja letztes Mal auch schon so. Hey BD, was ist das? Was ist es, BD? Ah, genau, das war das. Genau, hier war sonst nichts, genau. Und... Genau. Easy. Krass, dass das geklappt hat. Voll gut. Ärger aus. Ja. Okay. Dieser Kampf gehört mir.
Er versteckt sich hinter seiner Abwehr. Erledigt den einen. Verhindert, dass er sich bewegt. Er zittert vor Angst. Ja. Ja, das ging was besser getrunken? Als letztes Mal. Ja, ich weiß. Gute Arbeit. Gute Arbeit hatten wir schon. Gut, wie ging's hier nochmal weiter? Hier drauf. Wo ging's hier nochmal hin? Das war hier auch wieder so offensichtlich, ne? Ja, einfach hier. Beinahe runtergefallen. Ja, habe ich glaube ich auch schon geschaut letztes Mal, aber nichts gefunden. So. Da gibt's auch nichts. Hier erwartet dich nur der Tod. Genau. Habe ich hier nicht meditiert? Wenn nicht, war ich ja ziemlich dämlich. Habe ich dann, ich schau mal kurz, habe ich dann noch die... Genau, ja doch, Kraftwurf habe ich noch. Okay, ja, alles klar. Gut. Warte mal. Ah, nee. Okay. Da komme ich nicht hoch. Nicht mehr zurück. Moment, es könnte gefährlich sein. Was machst du da? Naja, die Schwester hat uns gewarnt. Aua, der Zug fällt weh. Oh,
Idee. Die Hälfte haben wir schon. Ein bisschen Damage. Oh. Hilfst du mir mal, bitte? Nein, ich wollte gerade. Ich wollte gerade hüpfen. Oh. Das wäre interessant, wenn. Was man macht, wenn man den Lichtschwertwurf nicht geübt hat. Oder nicht kann. Hm. Schau doch hin. Der ist nicht so schwer. Also das einzige Schwere bei dem ist, dass man nicht wirklich gut hinkommt. Aber sonst... Oh. Man kann ihn gut ausweichen. Sehr gut an. Hilf mir bitte! Wirf mir ein Stück zu!
Idee. Ich brauche Hilfe. Leise, Chantal. Oh. Ist wohl weg. Gut, ich habe auch keinen Stimme mehr. Aber was wolltest du mit dem machen? Also lebt er noch? Nee. Achso, Handschuhe. Geil. Nice. Gut, gibt's hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Kletterklauen, das ist natürlich geil. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Oder doch nicht. Gut. Ich dachte, da kommen jetzt so Fels-Sachen, die runterfallen und so weiter. Aber anscheinend gut. Ja, wieder ein dünner Durchgang. Ui. Sehr agil, der junge Knabe hier. Wie lange wollen... Hä? Wieso war... wie lange wollen die diesen Gang noch machen? Und was ist ja, wenn man jetzt hinten was vergessen hat, dann muss man hier nochmal komplett durch. Ja, danke. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Okay. Wer überlebte, galt als würdig. Alter. Gut. Genau, dann habe ich das. Dann ist hier auf jeden Fall mal ein Speicherpunkt. Und hier gibt es sehr viel, was man erkunden kann. Das ist geil. Ich glaube, jetzt können wir hier eigentlich alles erkunden. Was mich sehr freut. Und man kann hier ausruhen. Was mich sehr, sehr, sehr freut. Weil wir haben keine Slim mehr. Ein Fähigkeitspunkt, das bringt uns nichts mehr. Wir brauchen mindestens zwei. Ach, jetzt sind wir auf der Seite. Können wir jetzt sicher nicht drauf springen? Ah,
Oder wir gehen hier weiter. Okay. Dum, dum, dum. Bleib unten, Kumpel! Lass dir nicht treffen! Böser Blödmann. Das ist ja freundlich. Stimmt, ich kann den ja nicht angreifen. Ich muss auf den drauf landen. Oh. Alter, das ist bei gar nicht so leicht. Geht wieder los! Ja, selber schuld hier. Selbst. Ich weiß nicht, wie wir das hier überstehen sollen. Es geht weit runter. Schon wieder? Okay, dann los! Ah, jetzt kann ich wieder. Ich esse. Gut. Für diese Kreatur gilt das leider nicht. Wie? Den Schluss habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gecheckt. Quasi, warum hat er plötzlich so erschrocken geschaut und hat der Karl endlich sein Laserschwert benutzt? Oder nicht? Na, egal. Wir stufen mal kurz da hoch.
Und schauen, wo es hier weitergeht. Entschuldigung. Machen die den fertig? Versuch's mal, Jedi! So macht man das, Jungs. Nochmal? Ihr seid ja genauso dumm wie die Druiden. Oder doch nicht? Na? Soll ich denn jetzt hin? Eine Bedrohung von unten. Na gut, dann komme ich mal zu euch. Aber wo soll ich hin? Ah, boah, ist das fies. Das. Erledigt den Eindringling. Nein. Naja, danke, dass ihr nicht auf mich geschossen habt. Soll ich da hoch? Und denen mal guten Tag sagen? Nee, das wäre ja... Die haben mich ja nur einmal angegriffen und das war's. Das ist die Brücke zu ihrem Dorf. Sie rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Ja, jetzt mit deinen Tigerkrallen? Passt es. So. Ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cutter auf Kashyyyk. Da ist eine Box. Interessant. Willst du mal reinsehen? Ha, da war wirklich was drin. War gar bunt. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus, finde ich. Hier gibt es ja viele Brüder der Nacht. Er ist gefährlich, wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Der Gefangene. Die Brüder der Nacht sind auf jemanden gestoßen, einen gefährlichen Fremden. Wer er auch immer war, sie haben ihn zum Anführer ernannt. Wer auch immer er war, wir wissen genau, wer er ist. Hi, BD. Interessanter, er wird. Ja, und los geht's. Zu sehen. Was ist das, BD? Wie er das geschafft hat. Kommen wir da rein? Nee. Also, wie er die ganzen Brüder der Nacht. Geschlagen hat. Und ob die Schwester der Nacht sich auch gegen ihn gestellt hat. Hm.
Gut, dann meditieren. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten, also 2 haben wir jetzt. Mal schauen, was wir damit machen können. Führe einen Spezial... Ja, nee. Luftangriff. Magnet. Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Mächtigen Schub. Das finde ich gut, weil Schub machen wir sehr häufig. Ist eigentlich auch cool. Vor allem ja, weil man da... Das ist eigentlich sehr gut. Weil man... also wir weichen ja sehr oft aus. Und mit dem Ausweichen eben Macht regenerieren ist super, super strong. Ja. Also hört sich strong an. So. Dann gehen wir mal weiter. Oh, hier sind ganz viele Leutchen. Gibt es hier irgendwo Kletterpflanzen oder muss ich die jetzt alle töten? Ich glaube, ich muss die jetzt alle töten. Tja. Es sind nicht sehr wenige, ne? Ja, okay, ist nicht hier Angriffe, bringt hier nichts, okay. Das ist langweilig. So. Ich gehe mal hier ins Haus. Oder auch nicht. Du kannst gegen uns nicht bestehen. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt! Du hast keine wahre Stärke. Auf ihn! Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Ich werde durch Crispetian Überzeugung. Wo bleibt dein Können? BD, ich brauche Hilfe. Lokal. So, sehr schön. Ich fühle mich schwach, bitte. Gut. Die haben mich zuerst angegriffen. Nee, stimmt ja gar nicht.
Was soll ich mit dem machen? Ich gehe mal einfach rauf. Vielleicht kann ich dahin dann. Das ist natürlich praktisch. Ich weiß nicht, ob ich hier hin darf. Soll ich hier hin? Ja, ich kann auch unten hingehen, aber. Noch Fragen? Ah, ja, ich hätte auch. Oh. Okay. Okay, es geht noch hier nach rechts. Also ich schaue gleich. Also ich glaube, hier ist dann die Abkürzung nach da. Deswegen schauen wir erstmal zur Abkürzung. Wo auch immer die sein mag. Die ist dann wahrscheinlich. Nee, hä? Da sind wir runtergegangen, ne? Ja. Aber was ist denn hier? Das sieht auch aus wie so etwas, was einen stürzt, wenn man von oben drauf jumpt. Aber ist anscheinend nicht so. Aber hä? Hier ist ja gar nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Weil hier ein Eingang ist. Aber hier ist nichts. Ja, und hier ist eine Alpha-Wand. Okay, alles klar. Dann geht's anscheinend nur. Oh. Komm, du kannst eine Treppe nicht hochgehen. Was bist du denn für einer? Na gut. Bam. Gut. Ah, eine Box. Schön, dass du da bist, BD. Oh, sweet. Willst du nachsehen? Oh, du hast was gefunden. Mantis-Lackierung. Ah, ist schon nicht schlecht. Passt zu BD. Genau, da ist jetzt zu. Ups. Eindringling! Bleib gefällig stehen! Okay. Ich hab verfehlt! Das ist geil. Gib dir mehr Mühe, Schwächling! Ein sehr gutes Gefühl. Hilfst du mir mal, BD? Das ist viel besser. So, dann schauen wir mal hier. Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Ah. Die Brüder der Nacht haben einen Eindringling festgesetzt, warten aber auf Anweisungen. Genau, weil die Schwestern der Nacht waren ja die Anführer auf Dathomir. Und
Dann ist die Schwester der Nacht, die wir gesehen haben, wirklich die letzte. Das ist ja echt krass. Hätte ich jetzt, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es noch mehr von denen gibt, auch wenn sie ziemlich gruselig sind. Aber irgendwie mag ich sie trotzdem. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Mhm, Einmischung. Die Brüder der Nacht waren Zeugen des Absturzes eines Schiffes in den Sümpfen. Ja. Sie spürt sehr große Gefahr, ne? Achso, das ist nicht zum Klettern. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal hier weiter. Gut. Und wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.